da fand ich den Tiberium-Konflikt richtig genial. Also man muss sich ja vorstellen, zu dem Zeitpunkt, es gab nichts Vergleichbares. Und da kommt plötzlich so ein völlig neues Genre, was absolut genial ist. Ja, das ist schon super gewesen. Also das hat mich, wenn man nur drüber nachdenkt, ich habe mich schon begeistert. Also das ist wohl mein absolutes Lieblingsspiel ever. Natürlich jetzt mittlerweile kommen da andere Spiele, die ein bisschen moderner sind, die bessere Grafik haben, die auch ein bisschen bessere Story haben, die schöner aussehen, wo vielleicht das Spielprinzip auch was schöner ist. Ja, aber so jetzt vom alten Standard her fand ich das wohl am besten. Und dann fragt er mich noch, ob ich generell Online-Spiele spiele. Ja, da gibt es ein paar, die ich generell online spiele. Call of Duty 5, World at War zum Beispiel. Das spiele ich immer noch online, ab und zu. Dann, was spiele ich noch online? Ja, Company of Heroes mit der Blitzkrieg-Mod spiele ich ab und zu mit Kollegen. Momentan nicht mehr so oft, aber naja. Liegt Fahrschule dazwischen und auch Arbeit. Deswegen habe ich nicht so viel Zeit. Was noch? Ich spiele auch mehr als nur diese beiden. Ja, Titan Quest ein bisschen. Wer es kennt, so ein Diablo-Klon. Ja, ansonsten Modern Warfare 1. Ganz selten mal, wenn mir absolut langweilig ist. Ansonsten glaube ich, spiele ich erstmal keine Online-Spiele mehr. Victoria 2 ab und zu ein bisschen. Aber da, wegen dem neuen Patch, gibt es da ein paar Probleme. Machen wir sehen. So, dann, ob ich gut bei StarCraft 2 wäre. Ja, ich habe gar keine Ahnung, ob ich so gut bin. Ich habe es noch nie online gespielt. Aber den Schwierigkeitsgrad normal, den habe ich bisher locker durchbekommen. Also bei meinem LP will ich mal auf schwer versuchen, glaube ich. Ich glaube, dann sollte ich, ja, schon ein bisschen was zu wissen, sodass ich es schon schaffen könnte. Also ich meine, ich bin so von Mensch gegen KI her bin ich schon gut, glaube ich. Hey, cool, ich habe den letzten umgebracht. Und dann ausgerechnet der war das, ein scheiß Camper. Dann, ob ich Anno kenne. Also die Serie kenne ich. Ich habe mal Anno 1404, war das, glaube ich, gespielt. Liegt mir nicht so. Und dann, ob ich kochen kann. Also Spiegelei kann ich machen. Ich glaube, das beantwortet deine Frage. So Leute, dann ist der erste Part vorbei. Und ja, die restlichen Fragen kommen im nächsten Part. Bis gleich. Hallo Leute und willkommen zum zweiten Part meines Video-Specials. Auflösung. Ja, meines 400 Video-Specials, des zweiten FAQ-Auflösung. Wir machen sofort weiter mit mehr Mucke von Sabaton. Und wir waren mit dem Fifinator-Klon noch nicht fertig. Eine Frage habe ich leider beim letzten Part übersehen. Nämlich eine ganz geile Frage. Oh. Yep, Antivir-Software hat sich bei mir gerade aktiviert, deswegen ist, glaube ich, auch kurz die Aufnahme beendet worden. Ja, also wie gesagt, eine Frage beim Fifinator habe ich leider übersehen. Und die, ja. Es kommt jetzt halt mehr Mucke von Sabaton. Und die Frage wollen wir jetzt mal beantworten. Und zwar, das ist eine Frage, die man gar nicht beantworten kann, weil er zu doof war, sie richtig zu stellen. Er hat mir nämlich geschrieben, was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Ja, und was? Eine Ente und was? Also, Unterschied zwischen einer Ente kann ich leider nicht beantworten, weil ich keine Ahnung habe, was die Frage bedeuten soll. Schade für Finator, wäre eine nette Frage gewesen, wenn du das noch weitergeschrieben hättest. Aber wie gesagt, so kann ich sie nicht beantworten. Sorry. So, dann haben wir den. Ach du Scheiße. Tech Art Street. Der hat halt auch gefragt, was meine nächsten LPs sind. Habe ich schon bei Dime Lemon beantwortet. Ich tue es mal noch in Kurzfassung und wieder beenden. Falls du zu, ja, zu faul bist, zurückzuspulen oder andere Videos anzuklicken. Ja. Also wie gesagt, Victoria 2 und Hearts of Iron 2 The Darkest Hour. Und dann halt meine Advanced-Spiele. Die Game Boy Advanced-Spiele mit dem Emulator, die ich dann halt vorhabe zu machen. Brett. Ja, Brett. So, und ja, dann eventuell mal so ein Rollenspiel oder vielleicht auch mal ein Rennspiel, auch nicht schlecht. So, dann ZTB93, der Torben. Und er fragt mich, was ganz geil ist, und zwar, wann ich mit ihm Mass Effect weiter aufnehme. Meine Antwort dazu:
In der nächsten Woche werden Videos davon kommen. Das bedeutet, dass wir sie bald aufnehmen müssen. So, dann eine Frage von Mr. Jones Grimm. Und zwar, ob ich nochmal ein paar Videos von Company of Heroes Blitzkrieg Multiplayer mit meinen Kollegen aufnehmen könnte. Hey, ich habe Plus-Ausbeute, das ist cool. Ja, werde ich vielleicht irgendwann mal machen, aber jetzt nicht so, dass ich das heißt, oh ja, jetzt unbedingt, weil ihr unbedingt sehen wollt. Ach, sie müssen ja, stimmt, die Bots müssen ja erst einmal die Campingplätze finden. Okay, da kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Also wie gesagt, Company of Heroes Blitzkrieg mit meinen Kollegen, ja, das kommt irgendwann mal wieder. So, dann kam der Flix2893 und zwar fragt mich nach meinem, also nicht nach meinem Lieblingsland, sondern nach dem Land, was ich bei meinem Victoria 2 LP dann spielen werde. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, weil ich habe es vor, mit Beats and Voices Together zu spielen. Und ja, da müssen wir noch gucken, welche Nation wir nehmen. Aber es wird, glaube ich, im Europa-Rahmen bleiben und auch großmachtmäßig. Also ich glaube, ich werde dann schon Preußen nehmen, schätze ich mal. Und dann hat er mich noch gefragt, ob ich mal World in Conflict LPen könnte. Ist auch möglich. Aber wie gesagt, schiebe ich erst nach hinten. Und dann mal sehen. So, Beats and Voices. Ah, nee, nee, das tun wir nach hinten verschieben. Das sieht schon fies aus. Also, er muss ja nicht so lange warten, das kommt ja noch. So, dann haben wir den Tengri Letos 79. Das ist auch der Typ gewesen, der mir so regelmäßig bei Hearts of Iron so nette Kommentare schreibt, die richtig schön lang sind. Also Respekt. Und er fragt mich was ganz Interessantes, und zwar, ob ich mal ein Foto von mir zeigen könnte. Ja. Also, Foto könnte ich locker machen. Eine Live-Aufnahme von mir ist nicht möglich, weil ich keine Webcam habe. Aber ein Foto könnte ich eventuell irgendwann reinstellen. Also, muss ich mal gucken. Ah gut, das Lied funktioniert wenigstens. Also muss ich mal gucken, wie gesagt, aber dürfte möglich sein. So, und dann noch The Buddha Man. Und er fragt mich halt auch nach meinem Lieblingsspiel ever. Wie gesagt, Command Conquer der Tiberian-Konflikt. Oh fuck, jetzt habe ich echt was vergessen. Seed White, sorry, ich habe eine Frage von dir vergessen. Sehe ich erst jetzt gerade. Und zwar, du hast mich auch noch mein Lieblingsstrategiespiel gefragt. Falls du nicht, als ersten Part nicht gesehen hast, ist Command Conquer Tiberian Wars und Command Conquer Cain's Rache. So. Jetzt schön mit Cliffs auf Gallipoli mit Beats and Voices. Ja, das sind die letzten Fragen. Die letzten 10, um genau zu sein. Dann wollen wir mal, Leute. So, Beats and Voices. Werde ich dich namentlich erwähnen? Ja, das tue ich gerade. Beats and Voices, Beats and Voices. Ich nenne es einfach ab jetzt immer Ezio. Ist leichter auszusprechen. Also, Beats and Voices ab jetzt bei mir Ezio. Dann hat er einfach so aus Spaß einer Freude mich nach meinem Lieblingskrümel beim Kuchen gefragt. Wie es wahrscheinlich, weil ich es mal als Frage genommen habe. Mein Lieblingskrümel auf dem Kuchen ist immer der zweite. Ja, der zweite und nicht der erste. Dann, ob ich die zweite Frage berücksichtige. Nein, das habe ich nicht getan. Denn du hast es ja vielleicht gemerkt. Ich habe sie nicht richtig beantwortet. Denn es war eine dumme Frage. Und dumme Fragen tue, habe ich jetzt dumm beantwortet. Ah, drum springst du mir wieder voll rein, du bist da. Ja, ja, go. Ja, go, go, go. Google, Google, Google. Ja, dann ob die Fragen 1 bis 3 blöd sind. Ja, sind sie. Dann, warum ich ausgerechnet bei 400 Videos mein Special mache. Antwort, weil bei 399 Videos ein Special zu machen dumm wäre. Dann meine Lieblingsnation bei Victoria 2. Endlich mal eine Frage, die vernünftig ist. Ja, ist Preußen. Habe ich aber auch schon mal beantwortet. Ich beantworte es trotzdem nochmal. Camper, Camper.
Und dann, was in meinem nächsten Abo-Special kommen wird. Ich muss dazu sagen, als diese Frage kam, habe ich es noch nicht ganz beantwortet. Insofern, wenn er meine Videos verfolgt hätte, würde ich seine Frage schon längst beantwortet haben. Aber ich beantworte es trotzdem nochmal. Es wird halt eine Abstimmung kommen über ein, ja, ein LP beim Game Boy Advance. Dann, wann wird das nächste Video-Special kommen? Würde ich jetzt mal tippen. Ja, bei 500 Videos, schätze ich mal. Und falls er fragen würde, was da drin vorkommt, ich habe gar keine Ahnung. Und ja, wann das Abo-Special kommt, ist ja wohl ganz klar bei 300 Abos, ne? So, und dann an die allerletzte Frage, die allerletzte Frage meines FAQ-Specials. Ja, locker. Dann habe ich endlich hinter mir. Und zwar, ob mich seine Fragen genervt haben. Ich weiß, was jetzt für eine Antwort erwartest, Ezio. Aber ich beantworte sie ganz extrem. Nein, sie haben mich nicht genervt, weil ich jetzt ganz entspannt meine Mucke gehört habe und dadurch entspannt war. So Leute, das waren alle FAQ-Fragen. Ich hoffe, dass ich sie alle gut beantwortet habe. Und ich habe alle berücksichtigt, ja? Auch die dummen Fragen habe ich beantwortet. Nur halt nicht so, wie ihr sie gerne hättet. Ja. Leute, was gibt's dazu sagen? Vielen Dank, dass ihr mir die Fragen gestellt habt. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und danke, dass es auch mehr Fragen waren als beim letzten Mal. Das freut mich sehr. Das zeigt mir auch, dass ich gute Arbeit mache. Und ja, bleibt locker drauf. Und Ezio hat ja auch ein FAQ momentan am Laufen. Stellt ihn auch ein paar schöne Fragen. Und setzt noch schönen Gruß von mir. Ja, ansonsten gibt es bei mir nichts mehr zu sagen. Ich wollte eigentlich jetzt noch so lange weiter quatschen, bis die Mucke im Hintergrund aus ist. Ich weiß gar nicht, ob man die Mucke hört. Müsste man eigentlich. Okay, die ist jetzt eh zu Ende. Und dann würde ich sagen, so wie die Musik aufhört, werde ich auch dieses Special dann beenden. Also Leute, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Mal sehen, was demnächst kommen wird. Ja, und wir sehen uns dann demnächst. Tschüss. Ich kann in den Himmel schießen.